100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as The War Tales. Moin zusammen und weiter geht's mit War Tales. Und ja, wir sind in Ulthryn angekommen in der letzten Folge. Haben uns hier irgendwie den Weg durchs Gebirge, durch den Wald im Norden gebahnt. Sind auf Wachen getroffen, Banditentrupp zerlegt, haben sogar hier oben noch eine Kiste gefunden. Und invasive Spezies haben wir hier auch noch getroffen in der Bärenhöhle. Die Wachen sind auf jeden Fall noch auf dem Fersen von uns. Das heißt, wir müssen irgendwie verdeckt bleiben. Ja, das Holz da unten lassen wir jetzt mal liegen. Da liegt noch genug Kram auf dem Weg. Das Bärentrupp hier kämpft. Wachpatrouille. Okay, guck mal, dann kämpfen wir gegen die Bären, helfen der Wachpatrouille. Was dann mit Glück unseren Suchtradius irgendwie reduziert. Ja, die Wachen gehen auf jeden Fall nach vorne. Meine Jungs und Mädels nach ganz, ganz hinten. So, wo ist Vitea und Dort? Der Teddy ist gleich als erstes dran. Da oben ist noch einer. Locker. Der nach hinten, locker nach vorne. Lytos bleibt dort. Hier kommt ein Speer hin. Und mit Speer kommt dorthin. Ich nehme noch einen. Okay. Kann laufen 10 Meter. Anhalb. 1200 Lebenspunkte, okay, das ist nicht viel. Ja, der wird nämlich den Wolf angreifen. Der nächste wird dann hier wahrscheinlich reinlaufen. Okay, Theon. Dorthin. Spielen. Alle treffen. Die Hypron hier oben. Der Bär ist dran gleich. Tanlin, 9 Meter und dann 5 Meter zurücklaufen, ne? Bleib erstmal, wo du bist. Hocker, Flochlein. Ackmoll. Zug gehen wir ab. Der da unten ist dran. Ich
da. Selbstschutz. Backball, Runde abgeben. Der kann auch irgendwie so gut wie gar nicht mehr laufen. Im Prinzip alle irgendwie mal weiter nach vorne. Attacke. Dafür müsste ich mir eigentlich eher mal einen Bären fangen. Mit über 1000 Lebenspunkten. Meinen anderen Bären dann entlassen. Ach, schade. Trifft nicht alle. Aber da oben mein Bär hat leider nur 578 Punkte. Okay, läuft nicht weiter ran. Barbar. Ich weiß, das ist ein Verbündeter. Ist aber einer von der Wachmannschaft. Den will ich nicht zwingend haben. Ach, egal. Es hat sich ja gelohnt, Speichern. Du rennst mal oben hoch. Und? Verblutet, oder? Nee, noch nicht. Der ist gleich dran. Okay, dann... Komm mal rein, da. Wo ist Tanlin? Da auf der Ecke. Muss mal gucken. Er ist dann gleich tot. Beziehungsweise im Berserker-Modus. Tandem. Das kommt ja echt nicht durch gerade, ne?
einfach. Ab nach vorne. Ach Mist, hat mich verdrückt. Scheiße. Ich hab versehentlich auf Tiefschlag bin ich gegangen. Das wollte ich überhaupt nicht. Okay, ist da wieder dran. Sehr cool. Ja. So. Ab nach hinten. Rum da und einfangen. Yes. Gut, weg da. Doch nichts über gute Verbündete, oder? Was für eine Schweinebande wir doch sind. Ja, der wird den Blocker gleich hoffentlich angreifen. Die, ja, auch im Prinzip nichts machen. Nee. Ein Stück nach hinten noch. Ja. Den Bären fangen wir noch nächste Runde. Alle anderen machen wir platt. Nicht raus, ne? Gut, einmal so nach hinten. Ach,
den Stopp hätte ich gar nicht machen müssen. Mein Gedanke war gerade den hier dann gleich aufzuspießen, aber das ist ja einer von meinen Leuten. Los, lauf weiter, schade. Diese Sau. So, Berserker-Modus. Die wartet hier immer besser ab. Kriegen wir auch nicht. Rothlan, hier guck, du kannst da mal rein. Attacke. Und Umschlag. Völlig unnötig. Da ist auch nur noch dieser eine Bär hier unten, ne? Okay. Noch mehr Bärenfleisch. Der Schild Wilderer freigestellt. Wahrscheinlich garantiert zu fahren 50% erhöht. Oha. Gut. Das heißt, Bär Stufe 8, 578, 900, 900. Das heißt, den Teddybärchen. Oh, die lieben den alle schon, ne? Na ja, komm, wir behalten ihn. 'Zwingt das Ziel zu kämpfen und bewirkt eine Unfälligkeit. Jede Gefährte seine Rast nehmen. Oh ja. So. Werbel. Der ist denn einverstanden. Gerhard. Gut, und ihr kriegt. Wenn im Kampf neben einem Verbündeten ist. 5%, wenn im Kampf nicht neben. Achso, ja. 10%, wenn im Kampf neben einem Verbündeten steht. Das Ponychen hier könnte eigentlich auch noch mal eine Satteltasche bekommen. Oder ein Hufeisen. Na, Zimtstern hat, glaube ich, das Hufeisen, ne? Gut. Eine Satteltasche. Dann kriegt er diese hier. So, Bär.
Da haben wir noch zweimal Aal. Das kann hier oben irgendwie zwischen. Bärenfleisch. Im Kampf nicht neben einem Verbündeten steht. Okay. Klasse! Jeder Gefährte, der seine Rast daneben beendet, erhöht zusätzlich ein. Ja, dann drehen mal. Dass er hier zwischenkommt. So, dann haben wir hier noch einen Bären. Der muss hier irgendwie auch noch rein. Die sind am Feuer, die sind am Feuer. So, auch dazwischen. Abbrechen. Zack, Fertigkeiten. Ein Punkt extra. Den Kampf in einem Wald hat ihr Ansporn. Im Wandern von Gewässern Fische fangen. Ja, guck mal, das haben wir mit dem hier nicht. Berg und Verfassung erhöht. Gelegenheitsangriffe ignorieren die Abwehr. Berg und Verfassung um 10% erhöht. Gelegenheitsangriffe. Ja, Gelegenheitsangriffe haben wir recht selten. Nehmen wir Stärke und Verfassung plus 10. Ach, guck. Verfassung, Gesundheit. Kritische Treffer. Hier, Bewegung nehmen wir jetzt nochmal. Willenskraft, Karriereziele, Bewegung auf 14, 16, 18, sehr cool, den wollen wir auch auf 18 gleich haben. Gut. Was den Gefährten? Fische fangen, 10% erhöht. 141. Ja, klasse. Zwei krasse Kämpfer rekrutiert. Zu wenig geklautes Obst. Mal die Weintrauben da rein. So, wie geht's dir? Neutral. Ist unzufrieden, weil er wie Vieh von Tieren bewacht wird. Misstrauisch. Misstrauisch. Hasst den Trupp. Wahrscheinlich, weil er ausgepeitscht wurde. Okay, weiter geht's. Das Ding können wir mal untersuchen. Bier und Weinstellerfondue. Vor dem Altar hat man Lehmfiguren aufgestellt, die eine Thule-Versammlung symbolisieren. Diese Symbolgeister sind in Uldren sehr beliebt. Untersuchen. Mal gucken, wo geht's da hin? Alte iranische Außenposten. Westgrenzübergang. Zuchthaus von Uldren. Jeble-Clan. Oh, da hockt doch jemand. Nalit. Meine Waffe. Oh, man nennt sie Donner der Moore. Der Legende nach hat meine Familie sie von den Thules geerbt. Diese Waffe ist unentbehrlich, wenn man durch den Sumpf reist. Ich kann sie euch geben, aber im Gegenzug müsst ihr etwas für mich tun.
Ich sammle Alchemie-Regenzien, um sie an der Grenze zu verkaufen, und Moskitostechrüsse sind gerade sehr gefragt. Bringt mir ein paar davon. Oh, wie viel haben wir denn? Eben, anscheinend habe ich mehr als 20. Wunderbar, dank dieser Stechrüssel wird es mir endlich möglich sein, das sumpfige Uldren zu verlassen und weit weg ins sonnige Gosenberg zu ziehen. Der Donner der Moore gehört euch. Nehmt ihn, ich bestehe darauf. Mit so einer Waffe kann ich mich in der Stadt nicht sehen lassen. Zivilist. Ich bereite mich auf meine Abreise vor. Donner der Moore, Klatsch, Stärke 65. Flanora, Stärke 66, Stärke 65. Ja, je nachdem, gegen wen wir kämpfen, nimmt Flanora dann die Fliegenklatsche oder halt die Keule. Gut, hier oben kommen wir dann darüber irgendwie zum Zuchthaus von Uldren, ne? Gut, dann rennen wir da mal hoch. Sei denn, da kommen wieder Wachen, nehme ich die Beine in die Hand. Beinefleisch, ne, wir brauchen nichts davon. Danke auch. Kommt noch ein Händler, hier liegt ein bisschen Holz. Was ist da los? Hier ist. Oh, stopp. Okay, denen ist gerade die Puste ausgegangen. Das heißt, wir versuchen jetzt an ihn vorbeizukommen. Jetzt zum Händler. Gucken, was er hat. Schneelinien. Warte mal, wie viel Schneelinien haben wir denn gesamt? So gut wie gar nichts mehr, ne? Ruckstück. Sehr cool. Zuchthaus von Uldren. Aber da ist noch eine Leiche, da gucke ich später rein. Ein Kreros. Oh, guck hier. Bauplan Würfel. Ledigherstellung vom Würfel. Gut, wir haben noch 5. Davon nehmen wir mal 3 mit. Davon nehmen wir noch 6 mit. Gefangene übergeben. Gülhard bleibt. Regula bleibt. Bei alle anderen können wir echt loswerden hier. Nedlin. Yes. Ucken. Olven. Okay, so. Nedlin ignoriert euch. Odea. Untersuchen. Bogenschütze. Dickhäutig. Risiko von Spannung mit Kameraden in der Nähe während der Rast erhöht. Tragfähigkeit. Ach Gott. Nee. Ein schlechter. Was bist du für einer? Ja, Pikini habe ich schon genug. Inquisitorin. Aurea. Diese Ketzer haben mich festgenommen, nur weil ich ihre Seelen retten wollte. Holt mich raus und ich schwöre beim eisigen Auge, dass ich alles in euren Diensten stellen würde, was mich die Inquisition gelehrt hat. Ein Rohling. Inquisitorin Aurea. Ja, willkommen an Bord. Inquisitorin Aurea. Zerstörung. Zertrümmerer. Warte mal, wir haben mit Negan haben wir ein Zerstörer. Mit Peric haben wir auch einen Zerstörer. Und mit Flanora haben wir hier vergifteter Schlag. Dann wird die Inquisitorin. Zieht sie zurück und greift in gerader Linie an. Fügt Einheiten auf dem Weg Schaden zu und bewirkt eine Runde lang eine Verlangsamung. Vorhaut. Tapfere Kette, tapferes Duell. Geld ablenken, wenn die Einheit kämpft. Wenn die Einheit kämpft, erhaltet ihr einen Punkt. Rüstungsbrecher. Solange sich mindestens 2 Gegner im Umkreis von 6 Metern erhält die Einheit Schutz. Schaden kritische Gegner haben mit mindestens einen Debuff. Ne, hier Rüstungsbrecher. Der ist eigentlich immer ganz geil. Mäßigung. Nach 2 erlittenen Angriffen erhält diese Einheit ablenken. Rivalität. Solange sich eine andere Einheit neben ihr oder den Gegner befindet. Nee. Yes.
Befassung. Karriereziele. Komm hier auf Stärke. Bewegung. Stärke. Bewegung. Bewegung. Stärke. 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 Mit. Und das war's. Guck mal, dann kriegt Fanora ihre Keule und die Inquisitorin kriegt die Fliegenklatsche. Mittlere Rüstung. 193. Klamotten. Die Kleidungsstücke sind kaum mehr als Lumpen. Hartes Verhör. Oh, guck mal hier. Schaden des nächsten Angriffs 50% erhöht. Wut. Ignorieren 100% der Abwehr. 100% der Abwehr. 100% der Abwehr. Okay. Sehr cool. Von hier aus. Rückseite. Gehen wir nach unten. Komm. Muss doch von hier irgendwie dort runterkommen können. Den ganzen Weg abzukürzen hier. Denn die ist nicht stabil genug. Da ging es doch irgendwie. Da, ja. Olli. Ab nach unten. Rumpfsäge. Und im Prinzip in diese Richtung weiter. Dann kommen wir ins Dorf. So, wer seid ihr? Ach, da oben kommen schon wieder Wachen angerannt, ne? Pestheilmittel. Ah, sollten ihr so für ein Heilmittel die Pest, ja? Wir sind hier die Einzigen, die es verkaufen. Brauchst du den Simon sonst zu fragen? Oh, 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 oh. So, Untersuchung. Verlassen und sprinten, 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 sprinten. Rein in den Carussa-Clan. Oh, wir sind safe. Haha. Okay, gehen wir zuerst. Hier ist keine Schmiede. Das ist schon mal ganz schnell. Ist schlecht. Und soweit ich aber weiß, dreimal Wollstoff und zweimal Schriftrollen. Wollstoff und Schriftrollen. Hallo? Zweimal, yes. Das kommt jetzt weg. Zweimal Wollstoff und dreimal Schriftrollen. Die Pelze sind so makellos, dass die Gusenberger Händler sogar bereit sind, Horden aus pestverseuchten Sumpfkreaturen zu bekämpfen, um sie zu kaufen. Pelze, Bernstein, Gewürze. Ach guck, stimmt, Bauplanwürfel hatte ich noch vergessen. Plopp. Mission erledigt. Schriftrollen. Plopp. Und 113 dafür, ne? Komm, die verkaufen wir jetzt alle. Verlassen. Ihr seid nicht aus Edoran, oder? 30 Jahre lang haben wir gegen dieses Gesindel gekämpft. Warum sollte ich ausgerechnet jetzt damit anfangen, ihnen unsere Erzeugnisse zu verkaufen? Du hast Bohnen, die ich haben möchte. Wie Salz haben wir überhaupt noch? 29. Ah. Sehr cool. Mein Grillhähnchen haben wir auch lange nicht mehr zu futtern. Wolfsfleisch brauchen wir jetzt auch bald. Versuchen. Apfelpfannkuchen. Naja, den brauche ich nicht. So, Apotheke von Ultren. Was haben wir da? Durchbohrendes Öl. Abwehr. Nebelhaftes Öl. Okay, erstmal alle heilen.
Das dann nehmen wir mit. Wie viel Heilmittel haben wir? 5 nur. Herstellen. Äther, Giftfiole, Brandflasche. Medizin. 10 Mal bitte. Gut, dann sind wir hier auch erstmal fertig. Gemeindehaus. Untersuchen, Bohnen, Holz. Karthagios, Anführer des Carusa-Clans. Du lieber Himmel, hatten wir mit den Horden aus Pestverseuchten und den Krokopusten nicht schon genug zu tun? Jetzt also auch noch Schmuggler. Die Messkelle sollen bieten, dass die Wache sie vor mir findet. Oh, Dietrich. Gehört. Mach auf die Tür. Na komm schon, der ist doch hier oben rechts. Kaputt. Wo ist mein letzter Dietrich? Keiner mehr. Das ist schlecht. Ich kriege jetzt auch auf die Schnelle, glaube ich, keiner zusammengebastelt. Werkstatt. Theon. Bestätigen. Sattelleitaschen, Zahnhalsband. Und 10% Speckhalsband. Hier kann im Kampf kontrolliert werden. Schiene, Samtbeutel, erhöht die Haltbarkeit von Dietrichen um 20%. Oh, hatte ich sowas schon mal? Hörrohr, Schlüssel sind leichter zu knacken. Samtbeutel, ja. Haltbarkeit von Dietrichen. Die Chance, dass der gestohlene Gegenstand nicht als Diebesgut betrachtet wird, ja. Scharfe Reißzahn. Blutende Ziele. Fuck, da, hier Dietrich. Oh, Glück gehabt. Nochmal 9 Stück. Ausräumen. Hauptmann Danit. Ja, wir suchen das Versteck einer Schmugglerbande. Normalerweise würden wir ein Auge zudrücken, aber diese Schufte haben eine rote Linie überschritten. Und im Vorwand, uns ein Pestheilmittel liefern zu wollen, schlichen sie sich in die Gräber der Ahnen, um sie zu plündern. Wir haben die Schmuggler, die sich hier in der Nähe herumtreiben, bereits kontrolliert. Denn sie glauben, dass sich ihre Komplizen im Norden des Uldren verschanzen. Falls sie dieses Versteck findet, macht diesem Gesindel den Chaos. Es soll sich auch für euch lohnen. Na, knadern. Al-Azhar will uns das verdammte Heilmittel nicht verkaufen, weil wir ihre Gräber der Ahnen versiegelt haben. Ich hab doch Heilmittel. Henon. Wenn die Gräber der Ahnen sind heilig, sie zu betreten, ist eine Ehre, die diese Fremden nicht verdienen. Okay, dann gehen wir hier erstmal raus. Ab in die Taverne. Gabanos. Rezept, biermarinierte Wolfsrippchen. Yes. Und das Bier dazu bitte auch direkt. Gut, 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 gut. Wir haben hier Schmuckstück, Schmuckstück, Luxusgut, Schmuckstück, Zubehör, Schmuckstück, Schmuckstück. War es, glaube ich, mit Schmuckstücken. Untersuchen. Lokalische Genüsse. Danes. Untersuchen. Ah, schade. Tragfähigkeit und Stärke ist erhöht bei dem. Etadan. Untersuchen. Nee, blutdürstig. Kritisch um 3. Erik. Solange ich mich satt essen kann, bin ich ein famoser Gefährte. Flink, Bewegung um 1 erhöht. Ja, guck.
Erik, du kommst an Bord. Yes. Bogenschütze dabei. So, pass auf, Viteon ist geskillt auf Infanterist. Christian Beerschon brauchst du gleich nicht mehr. Jedes Mal, wenn diese einen kritischen trifft, wirkt sie eine Blutung. Gut, Erik. Jedes Mal, wenn dieser einen Gegner tötet. Ja, Infanterist. Ja. Dann, wenn ein Crit erzielt, Blutung. Bewirkt alle zwei Angriffe Verwundbarkeit. Präzision. Geschicklichkeit. Das passt ja. Crit. Fassung eher nicht. Bewegung. Geschicklichkeit. So, Reichweite 11, ne? Der hat 14. Cool. So, der Bogen ist Stufe 8. Echt. Bauplan Würfel. Zeugt 2 Zufriedenheit pro Rast, wenn 2 Gefährten zugewiesen wurden. Ja, Stufe 8. 8, ne? Stufe 8. Hier marinierte Wolfsrippchen. Klasse. Och, Kelle. Die Chance, einen Teil der Wochen wieder zu bekommen. Salzkosten für Gerichte verringert. Wo ist die Kochkelle? Splint oder? Ach nee, Quatsch, die muss ich erstmal bauen. Mit der Rüstung 20, das bringt echt leider gar nichts. Cool, so abgesandte Räuder. Kopfgeld kassieren, Handel, Karusa-Clan. Yes, überprüfen. Altes sidoranisches Bergwerk, Banditen sind dort drin. Oh, kämpfen, Fährten dieser Meisterin Bion. Yes. Da kriegen wir nämlich die super geile Einhandaxt. Bitte um Hilfe, Händler. Familie eines Händlers aus Gosenberg, der sucht einen Monat und sehnt sich nach der Rückkehr seines Vaters. Alter edorianischer Wachturm. Yes. Die Handelsmission spuckt jetzt hier eh nicht so viel Geld aus. Yes. 80 Einfluss. Altes edorianisches Bergwerk. Deserteure. Schade. Liegt aber auf dem Weg. Ja, 8, 1, nee. 8. Gut, die Frage ist jetzt, weiterlaufen. Weißt du nicht mehr, wo die zweite Stadt war? Ich glaube hier in den Süden. Und da war dann auch ein Schmied. Speichern. Mortals 3, yes. Ach, die Uhr überhaupt. Ah, guck. Dann gucken wir mal, ob wir da hinkommen zur Stadt, weil die Bewegung noch ausreicht. Gut, den Wachen sind wir vorbei. Schweine, das versäucht. Und da ist nämlich schon die andere Stadt. Boah, Jeble-Clan, bloß rein da, ey. Was hängt mir denn gerade alles am Arsch? Okay, zuerst in die Schmiede. Was ist das? Harkische Wiederherstellungen. Reparaturmalien anstellen. 5 zusätzliche Rüstungspunkte. Ja, aber hallo, nehme ich das.
und verkauft wird der ganze andere Kram. Sehr cool. Gut, Inventar reparieren. Schmiede. Geselle noch nicht. Kann den. Harkard ist alle. Harkard kriegt Blendpulver. Einfach nur, um es zu verbrauchen. Ja, hier, Kochkelle. Rucksack zu bewahren. Rucksack zu bewahren. Salzkosten für Gerichte um 1 verringert. Hat die Chance, einen Teil der beim Kochen wiederverwendeten Ressourcen. Nimmst du das jetzt mal? Inquisitorin nimmt die Salzschaufel. Und Zubehör gucke ich gleich auch nochmal. Super, das ist noch effizienter. Stahlgisane, ja, Stärke 15. Schade auch. Wurfmesser. Ja, warum nicht? Einmal ins Camp. So, Kiste. Essen, 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 Essen. Materialien. Erz kommt da noch wieder zwischen. Das ist auch alles essbar. Hier Zubehör kann hier rein. Fliege hat die Chance, 2 Fische gleichzeitig zu fangen. Kann man das aufaddieren? Ich glaube nicht. Ikonen. Schade eigentlich. Nee, Gürtelzubehör. Zinsspiegel. Okay, verfehlt den nächsten Angriff. Eta. Gut. Sie und Erik. 1% wieder her. Wegen Anzahl Schrecken Sehvermögen. Erik wird doch was hier für den Sehvermögen. Okay. Neutral. Das misstrauisch. Der ist Heiler. Dann du hier. Ruhen. Auspeitschen. Und, ach siehste, jetzt können wir ja auch den Würfeltisch bauen, ne? Hier unten tragbare Würfel. Ach, zweimal Erz, ich Idiot. Hab das Erz ausgehauen. Den müssen wir auch noch mit reinkriegen. Nach draußen, dann da. Bei raus, dann da. Hier ans Feuer. Da Nora weg vom Lagerfeuer. Ein Teddybärchen kommt jetzt hier zwischen. Dann Nora. Mal, der Kochtopf könnte eigentlich dorthin. Hier kochen und da aus ran ans Feuer.
und alle mit dem Teddy kuscheln. Probiere marinierte Wolfsrippchen. 16 Stück. Nahrung plus 14, Crit um 20% erhöht. Herstellungsbonus, Entdeckung. Und dann kriegen wir sogar noch einmal wieder zusammen. Schmorhähnchen, die braten wir auch direkt durch. Wolfswurst, gegrillter Karpfen, 2 Stück. Okay, raus hier. Dann sind wir fertig mit der Schmiede. Rein in die nächste Taverne. Eigenbrötlerisch und flink. Okiruhe. Rekrutieren, kein Einfluss. Ich hätte gerne noch einen Schwertkämpfer, glaube ich. Rasten. Yes. 5, 4, 3. Geht doch nicht. Gut, Gefährten sind ausgeruht. Dann können wir gehen. Oh, können wir nicht. Die Wache ist gerade da. Würze. Okay, dann flitzen wir mal Richtung Bion. Ich will nicht kämpfen. Lass mich doch alle. Ah. Wie sind die denn da oben? Noch ein Trupp Mojitos. Lauf, lauf, lauf! Hat festgeglitscht hier an der Kackecke. Rein in die Stadt. Mensch. Okay, wohin wollte ich jetzt? Erstmal warten, bis die Mojitos weg sind, ne? Oh, bitte zweimal Erz. Dreimal Erz. Ab ins Lager. Zack. Gesellig. Und Würfeltisch. Yes, cool. So, guck mal. Ihr könnt hier hinten jetzt nämlich würfeln. So, dann haben wir da auch noch verbessert. Dann kommt dort ein Haken in den Boden. Versuchen, nee. Das mit dem Untersuchen lassen wir hier und jetzt erstmal. Oh, da hinten kommt ein Rüstungshändler. Da ist irgendwie auch alles tot. Auf zu grunzen. 41. 183. Kostbares Gambeson der Legion. 193. 183. Du brauchst leichte Rüstung. 193. Abwehr 20. Nee, 183. Ja. 191. 129. 212. 193. 156. Gambeson der Wache. Die hat eine schwere, die hat eine leichte, ne? Guck mal, Vinkos. 21. Ausziehen. Kaufen. Verkaufen. Anziehen. So.
Gott. Und ich glaube, ich muss jetzt hier am Wasser lang Richtung Norden, wenn ich hier hochkomme. Nee, falscher Weg. Definitiv falscher Weg. Zurück. Oh, guck mal, die greifen die Wachen an. Was sagt die Uhr? 55 Minuten. Ich würde sagen, da helfen wir gleich mit. Dann machen wir hier Pause und dann geht's in der übernächsten Runde dann weiter. Viel Spaß weiterhin. Bis bald und ciao.